Guten Tag und willkommen zur nächsten Folge von ETS2. Ich weiß nicht, ob ich im letzten Part falsch gesagt habe, aber wenn, dann tut es mir echt leid. Ich nehme jetzt die nächsten vier Parts auf. Und ja, ich möchte einen neuen Auftrag. Ich will mal wissen, wo wir sind. Ach, ist ja egal, ne? Fahren wir von Hannover nach Dortmund. Ja, Kraftstoff. Das hört sich doch gut an. Es ist Mittwoch 6. Ist das Standbild? 16:16 Uhr. Ja, hängt schon dran. Licht an. Irgendwie leckt das, ne? Ich weiß nicht, was das ist gerade. Eigentlich habe ich wieder richtig gutes Internet. Der war knapp, der war knapp. Und wir fahren mit einem Mercedes. Wenn wir auf der Autobahn sind, lese ich erstmal die ganzen Sachen durch. Boah, ist es bei euch auch so warm. Vorhin bei der Arbeit, Spitzenwerte von 30 Grad. Auf einem See oder so einem kleinen Teich. In der knallenden Hitze, Sonne. Jo. Oh, wie schnell darf man denn hier fahren? Ich hab keine Ahnung. Na, wir können ja mal gucken. Frachtart. Bremsen, nein. Kraftstoff. 12 Tonnen Kraftstoff von dort, nee, nach Dortmund zu Tweety. Ja, oh, 4600 kriegen wir dafür. Schaffen wir sogar noch vor der nächsten Pause. Ja. Ich muss hier rüber. Danke. Oh, ihr habt schon gegrillt. Das ist doch super. Wieso leckt denn das? Ich fahre außerdem viel zu schnell. Hat der Dampf der Mercedes? In den Spiegel gucken. Das nach vorne gucken.
fahre aber immer so, sodass ich gut in den Spiegel gucken kann. Links. Erstmal Tempomat reingehauen. Brauche ich nur noch lenken. Und reden. So ein Durst. Ich müsste auch in den nächsten Aufnahmen, so wie in der hier wahrscheinlich auch, ab und zu was trinken, obwohl das Trinken unter meiner linken Hand ist, also und auf dem Boden. Ja. Da konnte ich nichts für. Was steht denn da quer auf der Straße? Nicht nett. Der falsche. Ich suche hier gerade einen Stift. Ja, tut mir nochmal leid von den letzten 4 Folgen, dass da kein Kommentar zu ist. Guck mal, da dreht sich sogar was. Da links über dem Lenkrad. Wenn das Licht anmache. Ist auch geil. So, wo ist jetzt dieser Kackstift? Ich glaube, ich sehe. Ha! Gefunden! Diesmal kann mich auch im TS keiner stören, außer er joint in meinen Channel. Das hoffe ich jetzt nicht. Und wenn ihn sprechen oder sie, hört er sowieso nicht, weil das ein moderierter Channel ist. Ach, das ist die Motorbremse, wa? Wenn der Tempomat zu schnell wird. Ja. $42, 42.000 Euro, nicht Dollar. Haben wir schon. Das ist doch schön. Haben wir eigentlich Bescheidung abgekriegt? Nein, zum Glück. Da hat der die Fahrerin von diesem Kombi sehr Glück gehabt. Aber wir sind ja gleich da. Hoffentlich verfahre ich mich wieder nicht. Ich so, juck mein Ohr. Ich muss hier mit zum Fenster Rollo und Licht an zocken. Nicht gut für die Umwelt, ich weiß. Aber gut für mich. So halbwegs gut. So kommt keine Hitze hier rein. Solange, sobald die Sonne weg ist, wird das Rollo hochgemacht, Fenster aufgerissen. Kann ich heute Nacht wenigstens in Ruhe schlafen? Nicht lange, aber in Ruhe.
Eine Stunde 18 noch. Junge, gib Gas. Aber ich überhole rechts den Roten da. Was ist daran falsch? Boah, keine Stunde mehr. Hab wieder Geld verdient. Ich glaube, in diesem Part wird das mit dem Trinken nichts mehr. Ich muss die Flasche woanders hinstellen. Guck mal, auf der Straße waren wir da hinten schon. Da sind wir nach links gefahren. Von hier aus gesehen. Ja, darf man hier mit 80 weiter rumkacheln? Ich bremse mal lieber, ne? Ey, gib Gas da vorne. Diesmal muss ich rechts fahren. Weil ich ja gleich abbiegen muss. Oh, ich sehe das Ziel schon. Danke, Kollege. Hier ist Hub. Boah, freue ich mich schon, wenn wir unseren ersten LKW haben. Eigenen. Da muss man doch tanken. Ruhezeiten einhalten. Ja, also ein Gedöns. Oh, ich glaube, ich kann was trinken. Wegen die Flasche schon mal hochholen. Hat man ja gesehen, ne? Scheiße. Schnell wieder zumachen, sonst kippe ich das alles über meine Tastatur. Das klebt nämlich. Das ist nämlich Cola. Ich sage jetzt nicht von welcher Marke. Schleichwerbung. Nein, war ja keine. Hallo. Das ist erstmal in Dortmund. Da war ich echt noch nie. In Real Life auch nicht. Aber demnächst, vielleicht. In die Nähe. Blinker setzen, Blinker setzen, Ding Dong.
Oha. Der war fail. Ich muss schneller lenken. Vorwärts, gut nach hinten dabei. Jetzt lenkt doch. Ich schaff das. Drück auf die Bremse, ne? Langsam, aber sicher. Schon wieder schief. Ist doch Kacke. Gleich reicht's. Endlich. Boah, war das schon erschreckend. Was trinken wir? Oh, Junge, Junge, Junge. Fortfahren.
Unnormal. Naja, wir sehen uns dann morgen im Part wieder. Denn ich werde diesen beenden jetzt. Ihr könnt ja mal meine anderen Let's Plays auch angucken oder ein Abo dalassen. Verpasst ihr nämlich nichts mehr. Und wir sehen uns dann morgen im Part. Tschüss.